Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dark Souls Playthrough als Conan der Barbar, quasi Nahkämpfer, oder was heißt quasi, es ist genauso. Und heute habe ich mal neue Technik an Bord, ich hoffe, dass es funktioniert und gibt ein wenig bessere Tonqualität. Ich habe ein neues Headset mal, also was heißt neu, ich habe ein anderes Headset gewählt, mal gucken, ob da die Quali besser ist. Momentan wird ja meine Playlist bewertet von jemandem, der macht das echt gut, Kompliment. Und ja, so die Anregung war eben, dass auch das Video bei Bewegung ein bisschen schwammig wird. Okay, das liegt wahrscheinlich an der Komprimierung, weil ich es doch schon stark komprimiere, damit der Upload nicht so lange dauert. Und dass die Tonquali vom Headset nicht so toll war. Okay, das ist mir auch schon mal aufgefallen, aber da sich bis jetzt niemand beschwert hat, habe ich da auch nicht weiter rumprobiert, weil ich wusste auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das hier jetzt besser ist. Wenn nicht, muss ich mal gucken, was ich da noch machen werde. Aber wie gesagt, jetzt probiere ich es mal. Hier mit diesem Headset und ja, kann ja eigentlich nur besser werden. Nein, aber der das bewertet, macht es echt gut und hat auch ein wenig mich gelobt, was mich natürlich sehr freut. Und ja, dann würde ich sagen, dann machen wir mal weiter so und gehen jetzt zum Eisengolem auf ein neues. Wieder mal, nachdem wir ja das letzte Mal wirklich eiserne Fails hatten, hier mit Eisentarkus und Eisengolem und ein paar Toten, die so nicht gewünscht waren, aber okay. Probieren wir das Ganze wieder mal. Vielleicht klappt es ja jetzt. So, und da ist das Ding. Und er macht wie immer direkt seine Attacke hier mit diesem magischen Beil. Ich glaube, das macht sogar Magieschaden auch. Und wir rennen jetzt um den rum und holen uns direkt unser verloren gegangenes Loot wieder. Das sind ja schon ein paar Seelen. Und dann lassen wir den Eisentargus mal ein bisschen hier an dem rumdoktoren. Aua! Gut, dass wir geblockt haben, aber ihr seht, was uns das an Kondition abzieht. Oh! Jetzt hat er den Eisentargus ja schon in der Mangel gehabt hier. Und er hat immer noch verdammt viel Energie, also ich glaube, das wird doch schon ein etwas längerer Kampf hier. Und was ich auch mal gerne wissen würde von euch, wäre mal so, wie ihr zu der Beschreibung eigentlich steht. Ob ich da mehr Inhalt reinbringen soll, wenn das von mehreren gewünscht wird, würde ich das tun. Aber solange danach keiner schreit oder das keiner will und vielleicht sowieso nicht die Beschreibung liest, will ich auch diesen ganzen Aufwand nicht betreiben, weil ich lade ja 3 Videos am Tag hoch, dann muss ich immer, da müsste ich schon viel Beschreibungen schreiben. Aber wenn das von mehreren von euch gewollt ist, dann mache ich das natürlich auch gerne. Und bis jetzt habe ich ja auch recht wenig Rückmeldung, deswegen kann ich das schlecht einschätzen, was ihr wollt. Deswegen würde es mich wirklich freuen, wenn ihr mal mehr in die Kommentare reinschreiben würdet. So, hier haben wir wieder eine Szene, wo er auch ein bisschen bemängelt hat, dass ich die Sequenzen wegdrücke. Ja, das tut mir leid, ich, vom Speedrun her bin ich das gewohnt, das ist so eine Macht der Gewohnheitssache. Ich hoffe, also gegen Ende des Playthroughs später versuche ich die Sequenzen laufen zu lassen. Ich habe jetzt schon ein Stückchen im Voraus aufgenommen, deswegen werde ich da wohl nichts ändern können momentan. Macht er uns nichts. Ah, jetzt laufen wir durch seine Beine durch und hacken in den rein. Ja, gegen Ende des Blade Rules werde ich versuchen, dann die Sequenzen dann mal aktiv zu lassen. Allerdings wird es noch ein Stückchen dauern. So, und vor lauter Gespräch hier habe ich euch ja ganz vergessen zu sagen, wir sind in Anor Londo. Und wir haben den Eisengolem geschafft. Geht doch! So, jetzt ziehen wir den hier ein bisschen raus. Weil ich kämpfe nicht gerne gegen 2 von denen gleichzeitig. Ganz ehrlich gesagt, sollte man eigentlich auch ein paar Meter weiterlaufen. Denn dort ist ein Leuchtfeuer. Und es wäre schon sinnvoll, das zu aktivieren, bevor man hier noch Kopf und Kragen riskiert. Aber ich bin ein risikofreudiger Typ. Aber, und deswegen kriege ich jetzt auch mal richtig auf die Mütze. Der blockt einfach alles. Er blockt alles. So, jetzt aber. Zack. Zack. Und noch einen. Und dann ist er down. Juhu. Das Coole ist, nach dem zweiten Angriff
werfen wir ihn zurück in seiner Attacke. Das ist natürlich äußerst gut für uns, weil damit können wir nämlich ihn problemlos dann noch ein drittes Mal angreifen und dann ist er eigentlich auch schon hinüber. Wir müssen halt nur gucken, dass wir zwei Attacken auf einmal hinkriegen. Das geht eigentlich, ach, nicht so. Wenn wir gegen den laufen, das ist natürlich nicht so geil. Obwohl er eigentlich schon seine Attacke gemacht hat. So, jetzt habt ihr gesehen, dann zögert er, also kann er kurz im Moment nichts machen und da kommt die dritte Attacke und dann war's das für ihn. Machen wir dann mal die Truhe auf und gucken. Oh, Dämonen-Titanit. Auch eine schöne Sache. Können wir später vielleicht ein paar Rüstungen aufwerten, vielleicht auch ein paar seltene Waffen, Unique Weapons. Aber ich denke, das wird wohl eher auf die Rüstungen rauslaufen, aber ich weiß es ja auch nicht genau. Ich weiß noch gar nicht, welche Rüstung ich letztendlich tragen werde. Ich habe da ein paar im Kopf, die möglich sein könnten, aber welche ich jetzt wähle, weiß ich nicht genau. So, hier haben wir jetzt unser Leuchtfeuer in Anor Londo. Das wäre, also der erste Schritt wäre geschafft. Und dann verteilen wir unsere Seelen mal gerade, also in Skill Points investieren wir die. Und da könnte man, ja, in Beweglichkeit können wir auch mal einen reinmachen. Machen wir mal Vitalität, Kondition und Beweglichkeit. Und verbessern jetzt auch gerade mal noch den Zweihänder auf plus 10. So, dann hätten wir Maximum momentan, bis wir die nächste Glut finden. Und das dauert noch ein wenig. Da müssen wir hier zunächst mal Anor Londo abschließen. Und dann werden wir uns wohl ziemlich direkt danach aufmachen, diese Glut zu finden. Und hier können wir, an ihm können wir jetzt übrigens auch unsere Flakone verstärken. Das ist natürlich gut. Wir haben. Ach, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Wir haben doch drei Feuerhüterseelen, oder? Ja, wir haben den in Schandstadt geholt. Die von der Chaoshexe in Schandstadt und von. Ja. Und den in der Kirche. Wir müssten drei haben. Ich habe jetzt nur zweimal verstärkt, weil ich es eigentlich nicht gewohnt bin, hier drei zu haben. Normalerweise habe ich hier nur zwei, weil ich nämlich nicht die Chaoshexe umbringe. Das war mal was Neues. Beziehungsweise normalerweise habe ich die Flakone hier zu diesem Zeitpunkt schon lange verstärkt. So, dann widmen wir uns hier diesen Golem-Ritter. Oh! Der war aber mal schnell hinüber. Also, ich muss sagen, die hier sind als Nahkämpfer. Finde ich die irgendwie noch leichter als. Na gut, als Zauberer sind sie natürlich auch easy. Aber da muss man eben gucken, dass sie nicht gerade blocken. Hier kann man einfach hinter sie gehen und der Angriff kostet eben nicht so viel Zeit wie ein Zauber. Deswegen sind sie ja recht leicht zu hitten. Obwohl ich mittlerweile auch weiß, als Zauberer kann ich hier nicht, kann ich die so angreifen. Da bewegen die sich noch gar nicht, dann blocken die noch bei langem nicht und bei weitem nicht. Oh, Funkeltitanit und sind dann auch schon tot. So, und jetzt holen wir wieder hier Lloyds Talisman, weil hier ist wieder so ein Poltergeist in der Truhe drin. Und dann kriegen wir nämlich hier die Kristallhellebarde, welche auch gar nicht mal so schlecht ist. Da sage ich Juhu! Damit habe ich das erste Mal Ornstein gelegt, also den Boss hier von Anor Londo. Nur mal so zum ein bisschen Vorgreifen hier. Das wird der Boss hier sein und ja. Damals bin ich bald verzweifelt an diesen beiden Bossgegnern. Die Ornstein-Twins, wie ich sie so nett nenne. So, hier haben wir wieder noch einen Ritter und der ist auch Two-Hit. Das ist doch toll und da sage ich, ach ja, jetzt weiß ich auch, jetzt seht ihr den Unterschied. Eben haben wir noch drei Schläge gebraucht, jetzt haben wir den Zweihänder um eine Stufe aufgewertet und jetzt brauchen wir noch einen Hit. Da sage ich doch mal, das ist doch nice. Nice to have. So, und ihr seht, wir machen hier ein paar Besorgungen hin und her. Jetzt haben wir, glaube ich, nämlich wieder genug Seelen, um ein Level aufzusteigen. Nee, natürlich nicht. Mist. Haben wir noch irgendwas zum Einschmeißen? Da haben wir noch eine Feuerhüterseele. Wusste ich doch. Aber ich glaube, das habe ich wahrscheinlich jetzt auch nicht gesehen. Nee, natürlich nicht. Da habe ich mich dann auch gar nicht drum gekümmert. Da habe ich jetzt nur eine Seele gesucht. Naja, egal. Wir gehen weiter.
Ich könnte jetzt noch mal so einen Riesen da kaputt machen, da hätten wir die Seelen beisammen, aber meine Güte. Das ist ja schon fast Farmen. Und das möchte ich nicht. Zumindest jetzt nicht. So, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Denn hier kommt wieder ein Gargoyle. Oh, lange nicht mehr gesehen, Gargoyle. Wie geht's dir so? Hallo. Du begrüßt uns ja nochmal direkt nett. Und dann begrüßen wir dich genauso nett und holen uns direkt auch noch die Gargoyle-Axt, weil wir seinen Schwanz weghacken. Ja, das ist doch schon mal. Na, was sagst du da? Nicht nur besiegen, wir wollen dich auch demütigen, indem wir deinen Schwanz rauben. Du geflügelte Bestie. Du hast auch eine schöne helle Barde. Kannst du uns die auch vielleicht geben? Das wäre ganz nett. Ach, flieg nicht so viel rum. Da wird mir ja ganz schwindlig. Bin doch nicht im Flugsimulator hier. Ach, komm schon. Ja, dieses ganze Rumgeschwüre ist schon ein bisschen nervig. Und ich treffe die nicht. So, jetzt aber. Ja, schon wieder. Gargoyle-Axt mal da unten wegdrücken. Die nervt ein bisschen, indem sie den Bildschirm blockiert. So, jetzt brauche aber nur noch einen. Ach komm. Komm, lass uns doch noch den einen, dann haut's dich von den Beinen. Zack. Gargoyle, du musst auch nicht weinen. Juhu, und da ist auch die Gargoyle-Hellebarde. Weltklasse, das ist doch mal super toll. Und jetzt hätten wir die Seelen auch zusammen. So, jetzt geht's auch hier runter noch. Da ist nämlich auch noch was. Da vorne geht es übrigens nicht weiter. Und der Weg hier ist auch ein bisschen tricky. Da habe ich beim ersten Durchspielen bin ich bald verzweifelt. Ich fand einfach nicht den Weg, wo es hier weitergeht. So, hier. Dämonentitanit. Wieder mal. Juhu. Natürlich super gut. So, jetzt müssen wir da unten durch den Tunnel durch. Und da finden wir auch den Weg, wo es weitergeht hier. Oder wir können auch wieder hochgehen. Also die Möglichkeit besteht auch wieder hoch, aber da gehen wir gar nicht hin, weil wir müssen weiter und weiter geht es hier tatsächlich hier rüber. Oder soll mal einer drauf kommen? Ja gut, wenn man hier online ist, dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen, weil hier überall die Tipps sind. Aber ich war ja meistens in der Party, wenn ich das Spiel gespielt habe, weil ich eigentlich immer in der Party bin. Ganz selten mal, wo ich eigentlich zocke, ohne in der Party zu sein. Und dann kriege ich natürlich keine Online-Tipps oder sonstigen Kram. So, jetzt haben wir doch schon ganz gutes gefülltes Inventar. Und einige schwören auf diesen Blitzschwer-Speer. Ich rüste den jetzt mal aus, dann gucken wir mal, ob der. Oh je. Ach, Herr Jemini. Der macht ja gar keinen Damage. Backstab. Na gut, mit Backstab macht alles Damage. Aber hier auf die normale Tour hier ist ja wirklich irgendwie ein bisschen schäbig. Das Gute ist halt, man kann nach vorne stechen und drückt die Gegner quasi so ein Stückchen zurück. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich wollte euch den auch eigentlich nur mal zeigen, den Blitzspeer. Wie gesagt, einige schwören darauf. Ja, vielleicht ist diese Kampfart, also hier mit dem nach vorne stechen. Das gefällt wahrscheinlich, können einige wahrscheinlich ein bisschen besser damit umgehen, aber ich weiß nicht, ich kämpfe lieber hier mit dem. Naja, gut, was heißt lieber? Mit dem Zweihänder muss ich natürlich auch noch erst üben. Aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich den eigentlich schon doch ein bisschen im Griff, den Zweihänder. Hat ja bis jetzt wieder gut geklappt, die letzte Zeit. Nachdem wir am Anfang hier gegen die Schlangenmenschen so übelst gefailt haben. So, jetzt kommt dieser nervige Part. Das ist aber übrigens nicht der einzige nervige Part. Es wird noch einer folgen hier in Anor Londo, wo ich noch gar nicht weiß, wie ich den als Kämpfer überstehen soll. Als Zauberer ist der leicht. Aber als Kämpfer, oh je, oh je. Ich glaube, wer das Spiel kennt, der weiß auch schon. Oh, Mist, das ist natürlich auch bitter. Der weiß auch schon, worauf ich hinaus will. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Spooky. Bye bye.